So Leute, wie ihr seht, werde ich mich dem 21. Fläschchen des Kalenders alleine stellen müssen. Rolf ist leider wieder krank geworden. An der Stelle gute Besserung, Rolf, lässt sich leider nicht ändern. Und ich schreite direkt zur Tat. Wie jetzt schon seit vielen Tagen im Kalender, der hat lange geatmet. Wir sind ja irgendwann in der Mitte dazu übergegangen, die Samples schon deutlich vor Drehbeginn zu öffnen und einzuschenken. Ich glaube, der hatte jetzt mindestens eine halbe Stunde hier schon im Glas. Und auch die gleichen Regeln wie hier immer im Kalender: Blind Tasting. Ich werde einige Vermutungen kundgeben und die dann gegen Ende des Videos mit der Realität abgleichen. Ja, die erste Vermutung, die ich habe, oder die sich mir aufdrängt, ist, dass wir in Kanada unterwegs sind. Insgesamt eher leicht, aber ziemlich aromen, voll. Also er verbindet Leichtigkeit und Aromenfülle. Bin ein bisschen an Rum erinnert, so dieses Melasse, Rum. Rum-Rosine, also eine gewisse Fruchtigkeit. Tatsächlich der stärkste Eindruck, diese Rum- und Fruchtigkeit. Aber auch so ganz, ja, so ein bisschen klassischere Noten, also ein bisschen Eiche so als Grundkörper. Vanille, Karamell. Ja, so eine Mischung aus leicht und prägnant. Da bin ich schon gespannt, wie sich das so auf dem Gaumen zeigen wird. Auf jeden Fall sehr angenehm. Ja, cheers. Nahtloser Übergang. Also auf dem Gaumen entwickelt sich das so wie in der Nase angekündigt im Wesentlichen. Na, die Frucht geht ein bisschen zurück, finde ich. Also in der Nase hatte ich ja so ein Rum-Feeling. Habe ich hier jetzt, also Rum und Rosine, Rum-Rosine, habe ich hier weniger. Hier ist es eher, ja, leichte, aber doch auch deutliche Eiche, zusammen mit Vanille, Karamell und Roggen. Also so eine Roggenwürze, die gegen Ende etwas bitter wird. Aber nicht dominant oder unangenehm bitter, einfach nur so. Roggenbitter. Ich sag's mal einfach schon mal ganz klar, also für mich ziemlich klaren Canadian Blended Whisky, wo Roggen eine ziemlich klare Rolle spielt. Da habe ich mich schon häufiger oder mindestens einmal hier in die Nesseln gesetzt, sowas habe ich schon mal gesagt, und dann war es am Ende ein Rye. Aber nee, ich glaube nicht, dass das ein Rye ist. Ich glaube ein Blend mit Roggen. Kommt mir aber nicht bekannt vor. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, oh ja, das ist ja das und das. Ich gehe mal jetzt in die Schätzung über. Kanada, wie gesagt. Canadian Blended Whisky. Bis 43% Alkohol. Mm.
Alter ist schwierig. Das finde ich bei Canadian Blends sowieso schwierig, weil auch sehr alte Canadian Blends anders schmecken als vergleichbar alte Bourbons. Das ist irgendwie eine andere Art von Reifung, die da entsteht. Ich habe hier das Gefühl, der hat ein bisschen mehr als so viele jüngere Canadian Blends. Schmeckt für mich aber nicht alt in irgendeinem Bourbon-Sinne, aber davon möchte ich mich jetzt hier nicht leiten lassen. Ich würde sagen, schon irgendwie nicht so jung, also nicht irgendwie so 3-4 Jahre. Ich gebe ihm jetzt mal 10 plus. Destillerie, keine Ahnung, also irgendeine kanadische. Sonstiges, eventuell Rumfinish. Das hatte ich ja dann aber auch eher in der Nase, auf dem Gaumen nicht mehr so. Aber ich notiere es mir mal als Möglichkeit. Ja, Bewertung. Das ist auf die Schnelle immer so eine Sache. Auch hier wieder einer, den ich gerne mal über einen längeren Zeitraum probieren würde. Gut auf jeden Fall. Gefällt mir ganz gut. Ich gebe einfach spontan 6 von 10 Punkten. Mit der Möglichkeit, dass das in einem anderen Moment auch durchaus mal 7 sein könnte. Aber erst mal 6. Ich bin gespannt. Auflösung. So. Oha. Also Pendleton hatten wir hier schon mal einen. An einem der ersten Tage. Wir sind also in Kanada. Pendleton, 20 Jahre, Director Reserve, Canadian Whisky. Ja, 20 Jahre, ich habe ja 10 plus geschätzt. Ich finde zwar auch das, also ich habe das ja erklärt, wie ich darauf kam. Mich wundert jetzt nicht, dass er ein ganz schönes Alter hat, aber da muss man einfach, wenn man Bourbon-Reifung gewohnt ist, ein bisschen von abrücken, dass die Reifung hier so viel reinbringt. Hier ist es eher... Ich würde sagen, er hat ihn ein bisschen voller gemacht. Also, da ist mehr drin als in so einem jüngeren üblichen Canadian Blend. Einfach eine höhere Aroma- und Geschmacksdichte. Aber nicht so viel, ja, richtig Tiefe und so. Ist vielleicht auch dem Alkoholgehalt geschuldet. Er hat 40%. Ich habe ja 40 bis 43 geschätzt. Eher leicht, ja. Reifte 20 Jahre in Fässern aus amerikanischer Eiche. Da würde mich ja jetzt mal interessieren, ob das dann frische Eiche ist oder Ex-Bourbon. Ich würde jetzt mal reingeschmacklich eher auf Ex-Bourbon tippen. Von Rum kann ich nichts sehen. Wahrscheinlich dann nicht. Ich lese hier was von Quellwasser vom Mount Hood in Oregon und ich meine mich zu erinnern, dass der erste Pendleton, den wir hier im Kalender hatten, in Kanada destilliert und in den USA und vielleicht auch in Oregon, das weiß ich jetzt nicht mehr, abgefüllt wurde. Dann war das ja möglicherweise hier auch so. Ja, schöne Sache. Gefällt mir. Bin gespannt, den nochmal weiterhin in Ruhe ein bisschen zu probieren und auch schauen, was Rolf so dazu sagen wird. Und wie immer natürlich auch gespannt, was der morgige Tag hier bringen wird. Bis dann bei The Bourbon Diaries.